Und damit hallo und herzlich willkommen hier zurück auf dem Kanal Erklärungsnot zu einem neuen Let's Test angezockt. Heute mit Coffee Caravan. Und bevor wir in das Spiel starten, habe ich mir auch erstmal standardgemäß einen guten Chai Latte aufgegossen. Und jetzt kann man hier reingehen. Wir können uns einen Charakter so ein kleines bisschen verändern, also so ein bisschen Friese. Und die Schürze und Farben und so ein bisschen. Und ja, ansonsten scheint es eine Simulation zu sein von einem, wer hätte es gedacht, Caravan, in dem wir halt verschiedene Gebäck- und Kaffeesorten anbieten und die an den Mann bringen müssen. Ich fand das irgendwie ganz niedlich, sah auch ganz cool aus. Hat mich so ein bisschen im weitesten Sinne an Overcooked erinnert. Wer das kennt, also so ein bisschen Braten, Backen und dann an den Kunde bringen, ist ja so, ne? Und wir gucken einfach mal an, wie das denn sich so spielen lässt. Achso, ich muss gedrückt halten. Okay. Und gucken einfach, wie wir unsere Gäste denn sozusagen bewirten können, wie das denn alles so funktioniert, ne? Auf alle Fälle chillige Musik. So, das Starting-Rezept. Was können wir denn machen? Eine Tasse Kaffee und hard-to-starten Espresso. Wir nehmen einfach mal einen Easy, ne? Also wir nehmen einfach mal den normalen Kaffee als Starts-Rezept. So, wir nehmen natürlich Press A to take the coffee beans. Wir machen das. So, press A to insert coffee beans in grinder. Machen wir. Hold X button to grind the coffee. Ab geht's. So, take the ground coffee A and put it in A the coffee maker. Also, rausnehmen und dann in die Kaffeemaschine rein. Take water und Kaffeemaschine rein. Wait for the coffee. Ah, schönes Geräusch, ne? So, haben wir 5 Tassen oder was? Take a cup. Alles klar. Also mit einmal durchlassen haben wir sozusagen 4 Tassen Kaffee, okay. Und ich trinke natürlich auch meinen Chai Latte. Tut es gut. Take a dirty cup and put it in the sink. Rein damit. Aufwaschen natürlich, sauber machen. Und dann würde der ganze Spaß wieder von vorn losgehen. Ne? Wieder zurück und wieder malen. Bam, bam, bam. Rein mit der. Okay, ich muss mich dran gewöhnen, dass ich das so mache. Aber okay, wir haben das Grundkonzept verstanden. Und wir werden versuchen, unser Kaffee-Imperium natürlich zu starten, ist ja ganz klar, ne? Was gibt's denn? Es gibt Shops, es gibt Schätze, Easy Customer, Hard Customer, okay. Würde ich aber sagen, wir fangen mit Easy Customers an. Wir wollen ja erstmal ein bisschen reinkommen hier, ne? Also wir machen ja nicht gleich hier volle Lutte. So, was müssen wir hier eigentlich machen? Wir müssen überhaupt erstmal anscheinend... Ach so, okay, das einrichten. Okay. Also, hier ist die Kaffeemaschine. Neben die Kaffeemaschine stellen wir natürlich gleich die Kaffeebohnen. So. Dann die Tassen könnten wir natürlich gleich hier daneben stellen. Ach nee, der Kaffeemahler. Ne? Kaffeemahler. Dann... Warte mal, das hier daneben und die zwischende Kaffeemaschine. So, das Waschbecken. Das ist schon cool, ist süß gemacht, oder? Hieran, gleich neben die Tassen, damit es gleich nebeneinander ist. Was ist das? Ein Schränkchen. Boah, weiß ich nicht, für was ich das jetzt brauche. Mülleimer. Den stellen wir außen hin, da können die Leute ihren Müll reinschmeißen. Und natürlich etwas zum Hinsetzen. So. Und wir starten den Day und schauen einfach mal. So, wir hauen natürlich schon mal Kaffee rein. Wir können ja schon vorbereiten. Ist ja ganz klar. Rein mit der Knülle hier, Wasser rein. Zack. Ah, das Geräusch, ne? So, du möchtest einen Kaffee haben? Ist doch gar kein Problem. Hier, bitte. Schönen Tag gehabt heute, ne? Alles gut? Ja, komm. Gar kein Problem, mein Freund. Komm, wir waschen auf. So, ran mit den Tassen hier.
Kein Problem, kriegst du. Siehst du, rucki zucki geht das hier. So, Kaffee ran, kein Problem. Und der Herr, bitte schmecken lassen. So, wir können schon mal wieder malen. So, leere Tasse weg, volle Tasse ran. Gemahlener Kaffee rein. So, tu mal weg das Ding hier. Rein damit, Tasse rein. Siehst du, kein Problem gewesen, ne? Rucki zucki haben wir das gemacht, alle zufrieden. Alle haben ein schönes Tässchen Kaffee bekommen. Gut, na dann. Oh, hilft ja nichts. Machen wir zum Hortentalk. Dann gucken wir uns das mal an. Können wir dann wieder ein... Okay, können wir nicht. Dann... Nein. Ah, doch. Können wir. Wir könnten nochmal umstellen. Das heißt aber, wir werden mal das hier hin tun, damit ich vielleicht die ein oder andere Tasse hier drauf stellen kann. Ja. Machen wir so... Select... Okay, das ist ja okay. Dann starten wir den Talk... Ran geht's. Kaffeebohnen mollen. Kaffee rein. Und das ist eigentlich Horle sein Spiel, ne? Das ist genau in Horle sein Ding. Den ganzen Tag hier schön Kaffee zubereiten. Kein Problem daher. Oder die Dame. Wir machen das doch gern. So. Ran mit der Tasse. Gar kein Problem. Bitteschön, der Herr. Lassen Sie sich Ihren Kaffee schmecken. So, können wir schon hier herstellen. Zack, und weg damit. Und wieder rein. Und die nächste Tasse Kaffee schon bereitstellen. Und die wieder weg. Kein Problem, immer gerne. So, wieder bereitstellen. Und rein in die Kaffeemaschine. Und zack. Natürlich kriegen auch Sie einen Kaffee. Ist doch gar kein Akt, machen wir doch gern. So, ran hier. Ah, die Dame auch wieder einen Kaffee. Kein Problem, haben wir doch. Zur Genüge hier. Bitteschön. Wir haben genug für alle. Das ist gar kein Problem. Ja, Sie müssen mal kurz warten. Ich muss einmal die Tasse abwaschen. Danke. Ja, danke für Ihr Verständnis. Dankeschön. So, natürlich, ja, auch Sie kriegen einen Kaffee, das ist gar kein Problem. So, ran mit dem Kaffee, die Tasse holen und natürlich die Kaffeemaschine neu bestücken. Ah, wunderschön, da haben wir schon den zweiten Tag geschafft, gar kein Problem. So schlimm war es gar nicht, ne? So, nehme ich jetzt auch mal einen Schluck aus der Kaffeetasse, aus der großen. Ah, sehr gut. Easy Customers, na dann. Komm ran. Ich bin eigentlich so zufrieden. Sieht eigentlich alles ganz gut aus. Wir können ja auch zurzeit nichts anderes machen. Ja. Dann würde ich sagen, Talk kann starten von mir aus, ne? Los geht's. Na, rein mit den Bohnen. Und das tägliche Geschäft. Wir brühen Kaffee bis zum bitteren Ende hier. Ah, die Dame. Mittagspause, Kaffee? Jawohl, kein Problem. Ist doch, wir sind doch für Sie da. Wir sind den ganzen Tag da. Also, alles kein Problem. Sie können auch am Nachmittag nochmal kommen und nochmal ein Tässchen bei uns holen, ne? Ja, ist doch kein Problem. Gerne. Zufrieden? Ja, natürlich. Wir haben nur zufriedene Kunden. Das ist natürlich bei uns auch Firmenakquise, also wir, was heißt Firmenakquise? Wir sind natürlich immer daran bedacht, Menschen glücklich zu machen. Bitteschön. Sie bestellen gar nicht erst, ich stelle Ihnen gleich was hin. Das ist doch gar kein Problem. So. So, in der Zwischenzeit, tut mir leid, Madame, dass Sie kurz warten mussten, aber ich musste erstmal den frisch gebrühten Kaffee. Ich will Ihnen natürlich keinen abgestandenen servieren. Soll ja auch immer alles clean sein. So, easy day. Na? Alles. So, was ist eigentlich das hier? Ach so. Ja, das ist kein Problem.
Kann ich das dann auch kaufen? Ich kann doch auch einen Stand, noch so einen Tisch. Kann ich den irgendwie... Okay. Anscheinend nicht, vielleicht... Ach, der Shop. Da muss ich dann in den Shop, ne klar. Das heißt... Der Shop ist in... Oh, da ist aber weit oben. Okay, scheiße. Das heißt, wir gehen nach rechts. Hilft ja nichts. Starten den Tag. Und... Ach, meine Güte. Komm her. Ran mit dem Kaffee. So, rein damit. Und Zakikowski gleich wieder eine Parade machen. Da kommt schon der Erste. Ja, sie möchten eine Tasse Kaffee. Habe ich mir gedacht. So. Hat's geschmeckt? Sehr gut. Beehren Sie uns wieder, wenn Sie möchten. Bitteschön. Das ist doch gar kein Problem. Jetzt müssen Sie mal ganz kurz warten, der Herr. So, und ran mit der Tasse. Ist doch gar kein Problem. So, bitteschön. Ja, gar kein Problem. So, die nächste Tasse ist ready. Wir gehen mal kurz hier rein. Ich bin sofort da. So, nein. Bitteschön. Na, jetzt rennen sie uns die Bude ein, ja? So, kein Problem. Ja, ich bin sofort da. Bitteschön. Kann ich ihn denn so geben? Nein, natürlich nicht. Aber man muss es ja mal probieren, ne? So, gar kein Problem. Bitteschön. Natürlich kriegen auch Sie eine Tasse Kaffee. Bitteschön. Und da ist der Tag auch schon wieder vorbei, ne? Alles gar kein Problem. Sie da. Ganz easy. So, wir bekommen einen Schatz. Choose the free treasure. Noch ein Coffee Grinder. Ich weiß nicht, was es ist hier drüben. Habe ich jetzt noch einen Coffee Grinder? Hat mich jetzt verwirrt. Okay. Anscheinend habe ich es falsch gemacht. Das war nicht so geplant, meine Herren. Aber ist nicht so schlimm. Ja, wir haben schon geöffnet. Schönen Tag gehabt, hm? Frau, alles okay in der Familie? Ja, schön zu hören. Ja, daher auch Sie bekommen Ihre Tasse Kaffee natürlich. Sehr gut. Ja, auch Sie können Ihre Tasse Kaffee gerne genießen. So. Ist doch gar kein Problem. So. Ja, bitteschön. Und ich setze gleich mal neuen Kaffee an. So, ja, natürlich bin ich schon da. Ja, bin gerade am Aufwaschen. So, ja, bitte. Trinkgeld ist auch immer gern gesehen. Das ist immer nicht so. Ich muss ja auch irgendwie sehen, wie ich komme, ne? Kein Problem, ne? Easy. So, auch mal einen Schluck hier aus der Tasse. Ah. Und ab in den Shop. More recess in, also auch schade. Ach doch, wir können Espresso oder Drip Coffee plus Eis. Der Turbo Sink. Noch ein Coffee Grinder. Ein Decoration. Ich würde sagen,
wir gucken uns mal den Espresso an. Was müssen wir da machen? Kaffeebohnen. Grind the coffee beans in coffee grinder, put the ground coffee in the espresso machine, take water from the sink and pour it into the machine. Place a small cup in the machine and wait until it's full. Na gut. Nehmen wir natürlich mit. Wir wollen natürlich auch unseren Gästen etwas bieten, ist doch ganz klar. Dann werden wir uns auch mal noch ein Schildchen, ein bisschen Werbung machen. Und eine schöne Pflanze geben wir uns auch mal. So, und wenn wir jetzt noch Geld haben, holen wir uns noch den Drip Coffee. Gut. Dann gucken wir uns die Sachen mal. Oh, das ist auch klein. Das wird auch. Oh, kann man nicht zurück? Ach, verdammt. Tja, das gucken wir uns an. Also, Bohnen zermahlen, Maschine und rein. Und der Drip Coffee plus Eis, ganz normal, plus Eis. No. Select. Wir wollen natürlich Kaffee. Wir wollen Espresso anbieten. Wir machen erstmal Kaffee und Espresso. So. Das ist die Espresso-Maschine. Konnte ich denn nicht rotaten? Könnte ich doch irgendwie, oder? Na gut. Dann ein Schildchen. Eine Pflanze, natürlich ein bisschen Decoration. Und die, na, Espresso-Tassen. So, hier, zack. Das ist ein bisschen schade, dass ich das nicht drehen. Ach so, warte mal. Ah, so. Sehr gut. Jawohl, das soll ja auch seine Ordnung haben. Gut, okay. Dann könnten wir das auch so machen und gucken einfach mal, wie der Talk denn so vonstatten geht. So, machen wir erstmal das. Dann das Ding rein. Das Ding rein. Du möchtest einen normalen Kaffee haben? Sehr gerne. Ein normales Käffchen? Yep. Kommt sofort. So, einen Espresso haben wir. Achso, den kann ich natürlich jetzt nirgendwo abstellen. Okay, du möchtest einen Espresso? Bitte schön. Oh. Der Espresso ist aber in der Hinsicht ziemlich bescheiden, weil. Oha. Na gut, okay, das können wir ja erstmal machen. Weil ich. Oha. Okay, ich muss jedes Mal bei einem Espresso das neu machen. Das ist natürlich aufwendig. Aber auch das sollten wir hinbekommen. So, wieder vorbereiten hier. Ja, yeah, ich bin gleich da. Möchtest du einen Kaffee? Natürlich möchtest du keinen Kaffee. Du möchtest einen Espresso. So. Kann ich das natürlich nicht abstellen, ne? Oh! Geh mal hin hier. Nein, ich kann nicht. Nein! Oh mein Gott. Müll. Nein, ich krieg den nicht weg. Oh Gott. Ey! Ich brauche mehr Abstellfläche. Ach Mensch, was? Wie gemein. Na, dann fangen wir nochmal neu an. Okay, ich muss dran denken, wenn ich das tue. Ja, es ist schwierig.
Ich kann halt auch hier nur eine Tasse draufstellen, ne? Das ist halt... Naja gut, wir gucken mal. Wir probieren es nochmal. So, ab in den Grinder. So, hier rein. Ab rein. Da rein. Wasser rein. Wasser rein. Cappuccino-Tässchen. Sehr gerne. Nein. Bitteschön. So, stellen wir jetzt mal hier hin, die fertige. Aufwaschen müssen wir zwischendrin, ansonsten haben wir nämlich wieder das Problem, dass wir die Tassen nirgendwo abstellen können. Können wir schon eine mal wieder fertig machen. Du möchtest eine normale Kaffeetasse, das ist doch gar kein Problem. Nein. So, ja, du möchtest einen Espresso. Habe ich zum Glück. Oh, nee, habe ich nicht. So, so und so, mein Freund, bitteschön. So, ran mit der Tasse. Du möchtest ebenfalls einen Espresso. Das ist überhaupt gar kein Problem. So, rein. Ja, ist in Mache. Bitteschön. Machen wir mal das voll hier. Nein. Hier rein, bitte. So. Rein mit der Tasse. Du möchtest eine normale Kaffee? Das höre ich gern. Das höre ich gern. Du möchtest auch eine normale Kaffeetasse. Ich bin so blöd. So, 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 so. So, 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 so. So, so, so. Hier haben wir den fertig. Und das war's auch für den Tag. Okay, jetzt haben wir uns langsam eingefuchst hier. Espresso läuft. Sehr gut. Nehme ich auch nochmal einen Schluck. Geil. Choose the free treasure. Achso. Da haben wir noch eine Espresso-Maschine extra. Naja gut, warum nicht? Aber ich brauche die ja gar nicht. Also, das Problem ist ja, man muss ja auch platztechnisch immer bedenken. Kann ich ja... Ja gut, kann ich halt immer gleich zwei Espresso... Naja gut, okay. Mal, man könnte... Gut, gucken wir mal. Wir gucken uns das mal an. So, rein. Hallo. Hallo. Ein Kaffee möchten daher. Sie auch einen Kaffee? Natürlich. Gern. So, das zurück. So. Einen Kaffee, aber natürlich. Bitteschön. Ebenfalls einen Kaffee. Na, wenn Sie es so möchten. Bitteschön. So, so, so. Sie möchten einen Espresso. Okay. Kriegen wir hin. Tasse ran. Und hier haben sie ihren Espresso. So.
Sie möchten auch einen Espresso? Einen Kaffee. Hammer. Auf Lager. So. Bitteschön. Kein Problem. Kriegen wir hin. Espresso. Ah. Wir nehmen natürlich den Schatz. Turbo-Espresso-Maschine. Okay, cool. Okay, wir können ja auch jetzt mal, warte mal, wir machen mal einen Espresso rein, machen mal mit Eis. Dann nehmen wir mal die Espresso-Maschine weg und hauen mal das Eis rein. Und gucken mal. Das wollen wir natürlich auch noch ausprobieren. Kaffee mit Eis. So, was wollen sie? Einen Drip Coffee normal. Gut. Sollen sie kriegen. Auch normal, normal. Gut. Kein Problem. Kriegen wir hin. Sie möchten mit Eis. Das habe ich Ihnen schon angesehen. Dass Sie da natürlich etwas Spezielles möchten. Und sie möchten auch mit Eis. Gut, gar kein Problem. Sie möchten normal. Dann kann ich derweil mal hier zack, zack. Und sie kriegen ihren Kaffee derweil. Und das kann durchrotzeln. So. Und sie wollen wieder mit Eis. Jawohl. Kriegen wir hin. Das ist kein Problem. Sie wollen auch mit Eis? Ja. Okay. Auch mit Eis? Jawohl. Machen wir. Und Sie wollen einen normalen. Das ist schnell gemacht, daher. Bitteschön. Unser Kaffee-Imperium. Na, also mit Eis ist natürlich einfach, ne? Kann man mal nichts sagen. Aber bringt natürlich mehr Kohle. So, wir gehen in den Shop. Ein Americano. Was ist das? Put the ground coffee in the espresso machine. Take water from the sink. Place a large cup in the machine and wait until it's half full of coffee. Fill the kettle from the water heater with water and wait for the water to heat up. Okay, das muss ich mir, das gucken wir uns mal mit an. Das gucken wir uns an. So, und hier haben wir natürlich den Automatic Coffee Grinder, den holen wir uns jetzt auch mal. Und machen uns natürlich einen leichten Tag. Ja. Und wir machen heute Americano. In den Coffee Grinder. Put the Grinder. Okay. Ich würde sagen, wir machen heute mal nur Americano. Und gucken uns mal an, wie das. Kaffee Turbo. Kann der ja raus. Fort mit dir. So. Okay, es kann aber auch sein, wir müssen zumindest den Drip Coffee mitmachen.
Was ist das? Ach, den brauche ich dafür, ne? Okay, das Eis brauchen wir in dem Fall nicht. Aber diesen Wasserkocher benötigen wir. Okay. Wir gucken uns das mal an. Einen Americano. So, also. Einen normalen Kaffee. Ach. So, bitteschön. Da bräuchte ich dann fast mehr größere Tassen, wenn ich sowas dann machen würde. Einen Drip-Kaffee. Das ist überhaupt gar kein Problem. Einen Americano. So. Wieder einen Americano. Na, da geht gut. Der geht gut. Ach, mistige Mistsau. Und was möchte der letzte normale Tasse Kaffee? Die kann ich euch Ihnen so geben. Yep. Kein Problem. Beehren Sie uns wieder. Sehr gut. Ja, also mit vielen Rezepten wird es dann schon, ne? Wird es dann schon undurchsichtig. Okay, wir können uns einen weiteren Trash, also einen weiteren Eimer holen. Na gut, den. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Aber das macht hier in dem kleinen Zuhause wohl, vielleicht hier. Macht schon Sinn. Wir machen nochmal einen Tag nur Kaffee und Americano. So, Wasser rein, Wasser rein. Wasser rein, das rein, das rein. Und Kaffee rein. Und gleich wieder nachfüllen. So, einen Americano. Kein Problem. Einen normalen Kaffee kommt sofort. Yep. Ja, hier riecht's nach Kaffee, du. Schön. Was möchten Sie? Einen Americano. Sie sahen mir gleich so aus. Ja, bitte. Ja. Ebenfalls einen Americano. Der wird gemacht. Gar kein Problem. Wir haben alles da. Einen normalen Kaffee. Einen Americano. Kommt sofort. Irgendwie ist es so doll entspannt, ne? Und hier Ihr Americano, bitte. Easy day. Ha. Ah.
Ich helfe schon. Super. War ja schwer hier. Oh, Extreme Day da oben. Oi, oi, oi. Okay, das lief ja eigentlich ganz gut mit Americano und Drip Coffee. Ich überlege gerade, ob ich Drip Coffee mit Eis könnte ich ja noch machen. Aber da wäre ich, da kommt, das funktioniert nicht. Können wir die drei Sachen anbieten? Weil das macht ja nur eine Sache mehr, ne, mit dem Eis. Das dürfte jetzt nicht das Problem sein. Das denke ich, bekommen wir hin. Ändern mal ein Käfsche. Das ist doch kein Problem, der Herr. Hm? Bitteschön. Auch ebenfalls nur ein Kaffee. Na dann. Bitteschön. Sie möchten auch ein Käfsche? Ja. Gerade frisch durchgebrüht. Kein Problem. Auch für Sie haben wir alles da. Heute nur Kaffeetrinker hier, ne? Alle die klassischen Kaffeesachen. Keiner will mal in die Vollen gehen hier. Auch sie nur einen Kaffee. Gut. Dann ist das so. Sie aber mit Eis, oder? Sie möchten einen Americano. Na gut. Das kriegen wir hin. Ach, ich bin doch so blöd. Was wollen Sie? Einen normalen Kaffee mit Eis? Ja, ach. Kunde ist König, habe ich gehört, wa? Hier, bitteschön. Sie möchten einen Americano. Das kriegen wir hin. Und sie möchten einen Americano. Wer hätte es gedacht? Bitteschön. Ja, sie kriegen auch noch ein paar Bohnchen. Alles wischiwaschi wieder sauber machen. Ah, na mit Eis, ne? Kaffee mit Eis, Eiskaffee. Boah. Buh. Ja, sind wir doch gar nicht so weit entfernt hier. Ich denke, so läuft das ganz gut. Wir haben halt nicht genug Platz, ne? Ich kann halt, wenn ich jetzt noch die Espresso-Maschine... Da komme ich... Ja gut, habe ich ja hier. Wisst ihr was? Ach nee, wir können ja nur drei Rezepte, ne? Kann ich das auch? Kann ich. Ach komm, jetzt machen wir alles hier. Jetzt mal ein... Ach nee, warte, geht nicht. Ich brauche ja noch die... Ich brauche ja Minimum noch die Espresso-Tassen. Scheißendreck. Tja, gut, okay. Dann kann ich das übereinander stapeln? Nee. Ja gut, man kommt auch so ran, aber okay, das wird... Wir probieren es mal. Wir probieren es mal. So, Sie wollen einen Americano. Kriegen wir hin. Bitteschön. Nein. Sie wollen einen... Ja. Kaffee mit Eis. Nein. Oh Gott.
Ebenfalls einen Kaffee mit Eis. Na, nein. Nimm mal die Bohnen. Ja. Und sie einen ganz normalen Kaffee. Auch das kriegen wir hin. So, die Dame möchte einen Espresso. Oh, meine Güte. Also das ist so Eck mit Controller ist hart. Das kann ich ihn gleich so machen. Sie möchte natürlich ein Espresso. Wie könnte es anders sein? Hör doch auf jetzt. Oh Gott. Nimm doch so ein Glas. Na, ist klar. Jetzt wollen alle ein Espresso, ne? Ah. 'll lose all money. Das ist eine Frechheit. Oh. Mm. Und mit dem letzten Schluck des Kaffees würde ich auch sagen, nicht nur der Talk, sondern auch die Aufnahme ist vorbei. Aber, mal ganz ehrlich, macht Spaß, macht Laune. Ne? Dann setzt man sich halt seine eigenen Ziele und sagt, okay, ich fahre jetzt halt voll. Ich fahre jetzt halt voll und ganz. Ja, ich fahre jetzt halt wirklich voll den Americano-Trip oder ich fahre jetzt voll den Espresso-Trip. Man sieht ja auch da hinten, man kann auch Gebäck anbieten. Ne? Also das ist schon ziemlich cool. Ne? Dann fährt man halt den einen Tag das, den anderen Tag das. Baut vielleicht seinen Caravan, vielleicht kann man den auch noch ein bisschen ausbauen oder verändern. Oder man muss halt wirklich tagtäglich gucken, okay, jetzt morgen ist zum Beispiel Espresso gefragt, dann muss ich das halt so und so umbauen. Ist aber eine geile Sache. Also macht Spaß. Ging gut von der Hand, hat Laune gemacht. Sehr cooles Game. Wie gesagt, mich erinnert sehr an Overcooked. Und ja, macht auf jeden Fall Laune. Wäre wieder so ein Spiel. Wäre Koop auch nicht ganz verkehrt. Ne? Klar, da müsste es ein kleines bisschen größer sein. Aber einer könnte Hausen bedienen. Hat so eine, was weiß ich, ne, durch so ein Fenster gibt er das Geschirr zurück, der andere drin muss derweil kochen und vorbereiten und der draußen muss halt zum Beispiel Ware anliefern, also die angeliefert wird, einladen oder halt Kunden bedienen. Also das ist ein cooles Game, macht wirklich Spaß und hat mir auch richtig Laune gemacht, es zu präsentieren und dabei einen Kaffee zu trinken. Ja, besser geht's natürlich nicht, über Kaffee spielen und Kaffee trinken. Top! Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst es mich gerne wissen in Form eines Likes, Abos oder eines Kommentares. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Let's Test angezockt. Trink mal ein bisschen Kaffee oder Espresso oder ein Americano. Bis dahin. Ciao, Leute.